Ja, hallo Freunde der analogen Unterhaltung. Wir sind immer noch an der Buch von Asmodee und haben uns hier Dolores angeschaut. Da reicht tatsächlich ein Blick auf die beiden Autoren. Die stehen ja gar nicht drauf, aber hier stehen sie drauf. Das ist Bruno Faidutti und Eric M. Lang haben zusammen ein Spiel gemacht. Ja, und wir sind Piraten, mal wieder. Haben irgendwie auch Beute gemacht, aber dann ist das Schiff gesunken und jetzt kommt die ganze Beute am Strand angespült und wir hängen am Strand rum und versuchen es einigermaßen fair untereinander aufzuteilen. Es ist ein perfektes Zweispielerspiel, man kann es aber auch bis zu 4 Personen spielen. Ich habe es jetzt eigentlich mal für 2 aufgebaut, jeder fängt hier mit 4 Karten an. Ich habe hier auch 4 Karten, oh, meine ist sogar zweimal das gleiche schon. Ja. Man kann hier aber beliebig viele Slots haben. Mit jeder Kartenart fängt man halt einen neuen Slot an. Wenn jetzt Hunter die beiden Karten hier bekommen würde, weil er noch keinen Lila hat, würde die natürlich hier eine neue Reihe anfangen. Das Witzige ist jetzt wirklich, wie kommt man an diese Karten? Ich habe hier 4 aufgedeckt vom Stapel. Und ja, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Es ist ein bisschen wie Schnick, Schnack, Schnuck, Schere, Stein, Papier. Nur, dass wir hier Dolores rufen, so heißt das Schiff, ja, wer es noch nicht gemerkt hat. Und ja, dann kommt es natürlich darauf an, was wir gemacht haben. Es kann sein, dass wir beide auf Frieden aus sind. Wenn wir beide Shake Hands haben, dann nimmt einfach jeder die Karten, die bei ihm liegen. Wenn einer Frieden will, aber der andere gierig ist mit der Faust, bekommt der Gierige alle 4 Karten. Wenn beide gierig sind, werden alle 4 Karten abgelegt. Wenn der eine so macht und der andere Frieden will, darf der, der so gemacht hat, sich zuerst eine Karte aussuchen und dann der, der Frieden schließen wollte, 1 oder 2 von den Verbleibenden. Wenn einer so macht und der andere gierig ist, dann darf er wieder zuerst eine suchen und der Gierige bekommt alle 3 anderen. Und wenn beide so machen, alle 4 Karten kommen dann auch weg. Das hatten wir vorhin in unserer Partie gar nicht. Da kommen alle 4 Karten auch weg und dann müssen beide Spieler sogar noch ein Set von Gütern wegmachen. Das Ganze wird so lange gespielt, bis dann irgendwann die Spielendkarte auftaucht, so ein Sonnenuntergang. Hier kann also schnell passieren, kann lange dauern und dann wird abgerechnet. Ich gebe mir jetzt einfach mal kurz ein paar Karten und tue mal, als hätte ich so Beute gemacht. So, und bei Spielende darf ich dann mein Bestes behalten. Hier habe ich 4 und meine Schlechtesten behalten. Die sind alle gleich schlecht, aber das, was weder gut noch schlecht ist, das kommt wirklich weg. Das sind meine Punkte. Wer am meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Das Ganze kann jetzt noch aufgepeppt werden durch so Message in a Bottle Flaschenpostkarten, die auch einfach reingemischt werden, die dann auch hier auftauchen können. Und ja, die man sich natürlich wie normale Beutekarten nehmen kann und die man dann als Aktionskarte spielen kann, um lustige Effekte auszulösen, wie hier zum Beispiel. Da darf man dann einfach die 4 Warenkarten, die hier aufgedeckt werden, beliebig mischen und sagen, ja, nee, warte, ich möchte lieber, dass das aus irgendeinem Grund so liegt. Oder hier die Laterne, da werden dann die nächsten verdeckt ausgeteilt und dann weiß keiner, was es ist. Und der mit der Laterne darf natürlich gucken und kann jetzt auch sagen, ach, die sind ja alle 4 rot. Ja? Und da mal dann natürlich schamlos lügen. Überhaupt dürfen die Spieler auch untereinander Absprachen treffen. Komm, hey, lass doch beide mal jetzt Frieden machen, das passt doch ganz gut. Aber dran halten muss sich an solche Absprachen natürlich keiner. Also wirklich, wirklich, ich muss sagen, echt ein witziges, schnell gespieltes, unkompliziertes Spiel. Habe ich richtig Bock drauf. Leider ist es noch nicht fertig, aber auf das Spiel in Essen mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit.